Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA Online und heute wieder mit dem Kronos, mit dem Wolfenstein und mit dem Obergaylord Memphises. Kann es Hi, sein, dass ich ey. das immer sage, wenn ich eine Ansage mache? Aber ist es halt Gestern auch hast du dieses Ich gemacht. insgeheim steht er auf mich. It's okay to be Insgeheim. gay. Ah, und ihr seht es schon, wir zocken eine Heist und zwar eine Vorbereitung der Pacific Standard oder die letzte Vorbereitung. Genau. Irgendwelche Motorräder klauen, glaube ich, irgendwie sowas, Oh, genau. mein Auto ist ja richtig geil weit weggeparkt. So. Hammer. Ja, wir wollten das Ganze übrigens dazu auch nutzen. Wir haben gestern, ich lasse ihn gerade mal hier fertig labern. Egal. Wir haben gestern angefangen mit dem Finance and Felony Update ein bisschen zu zocken und das war auf jeden Fall auch richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Aber es gibt einfach so ein paar Mechaniken, die, ja, überhaupt, finde ich, ziemlich kacke gelöst sind von Rockstar. Benji, was ist dein Eindruck bis jetzt von dem Update? Also, an sich ist es mega, die Idee ist richtig geil und als CEO kann man auch mega viel Geld verdienen, wenn man so ein volles kleines Lagerhaus hat, sind das allein schon 240.000. Aber meine Mitarbeiter, die mir wirklich sehr, sehr treu immer zur Hand stehen und helfen, kriegen einfach so maximal 10.000 und ist vielleicht Boni, wenn der Server voll ist, aber das war es dann auch und das ist einfach lächerlich. Muss ich einfach so sagen. Weil dann lohnt es sich für die gar nicht und so kann man das Update halt irgendwie gar nicht so am Leben halten. Das wird dann ein paar Tage gezockt und dann hat man einmal alles gesehen und dann ist auch wieder gut. Echt schade eigentlich. Weil ich aber auch sehe, dass es echt so ein Grundproblem von GTA ist, es ist halt extrem. Es hat einen extremen Grinding-Charakter. So vom Jo. Spielprinzip. Ich meine, ist ja auch okay, ne? Man macht halt Missionen und so und verdient halt nebenbei Geld und so. Kann sich dafür Scheiß kaufen, das ist ja auch okay, ne? Aber. Es ist halt trotzdem so eine zentrale Spielmechanik und ich weiß nicht, wenn sich Sachen dann irgendwann wirtschaftlich auch nicht lohnen, dann macht man es halt auch einfach nicht mehr. Also, So sehe ich das auch. das ist Und halt als CEO schade. war es gestern geil. Ich habe dann halt für so ein kleines, volles Lagerhaus 240.000 bekommen. Hab mir einen Ast abgefreut, ja, meine Mitarbeiter dachten, ja, super, fick dich. Wir haben pro Kopf 10.000 bekommen, beziehungsweise ich habe gar nichts bekommen, weil ich nicht in der Nähe war, wo das Ja, abgegeben genau. wurde. Ich Er habe saß nämlich. bestimmt in einem der Folgen, wo wir die Pakete mit abgeworfen Genau, haben und ich habe nämlich schon. im Heli dann ein bisschen Wache gehalten, aufgepasst so, ja. Und ich habe dann halt dafür nichts bekommen. So. Oha, okay, wir fangen jetzt hier schon an Hier rumzuvandalieren, oder geht's schon was? los. Interessant. Ey, jetzt verreckt doch hier. Boah, ich habe gerade ein Aiming vom Brot, ganz ehrlich. Das ist richtig schlecht. Ja, Er übrigens, ist auch Leute, un. wenn wir die Er stirbt Videos. auch einfach bei mir Ja. nicht. Mega, ne? Wir haben auch so viel Leben, Alter. Das ist krass. Bin tot. Benji, du zockst, du schießt die ganze Zeit auf meinen Kram hier. Lag da noch einer, was? Ja, da liegt Geil. noch die ganze Zeit einer und der stirbt Oh, einfach fuck. nicht. Und der tötet mich dadurch die ganze Zeit. Geil, ne? Voll der Leck Ja. gerade. Übrigens, Leute, passt auf, nicht verrecken. Wir haben nur eine gewisse Anzahl an Teamleben, ne? Ja, wir sind Ich halt nur zu zweit irgendwie, noch, ich ne? hab keinen Hub mehr. Ich auch nicht mehr. Hä? Du auch Okay, es nicht ist mehr. gerade mega am Lecken, kann das sein? Ja, gut. Ich kann halt so nicht mehr. Ich habe halt keine Möglichkeit mehr zu zielen. Das kann auch nicht Aber mal auch mehr mega. mein Waffenrad rauswählen. Nein! Geil! Ich versuche hier gerade blind zu schießen. So. Hä? Also so oft mit Dauerfeuer geht's auf jeden Fall klar. Bei mir steht jetzt auch außer Gefecht und es tut sich gar nichts mehr. Also ich kann euch nicht zugucken oder so. Ich lieg da jetzt einfach so. Okay, Gibt der ja, hinten, das stirbt nicht geht jetzt. so. Sehr geil. Okay, Leute. Richtig, richtig. Also GTA Online hat gerade definitiv seine Probleme irgendwie. Schön. Und Wolf ist schuld. Doch, auf jeden Du Fall. bist auch gestorben. Richtig, aber bei mir stand du schuld. Ist mir doch scheißegal. Das ist so behindert, ey. Und Memphis leckt mega im TS. Ja, boah, da muss man seinen Upload ausmachen. Das Echt, Ding ist, ey. ich habe ja gerade nebenbei den Taskmanager laufen und da steht Upload ist gerade null. Ja, da lügt der halt. Irgendwie. Nicht freier Modus, Kronos, Mensch. Ich hab doch gar nichts gemacht, Ich hab verdammte. auch. Lol. GTA Online. Welcome to Perfection. Also echt. Oh. Hammer! Das war schon Rockstar, fast so ehrlich. wie EA, Hammer. Aber war Rockstar eigentlich eine Oh. der letzten Unternehmen, denen man vertrauen konnte, was Gaming angeht? Das hat sich dann jetzt wohl auch erledigt. Ja, es ist halt schade, sowas. Ich finde Schade. sowas. Also bei dem Update muss ich auch ganz ehrlich sagen, coole Idee, aber es ist irgendwie. Also, Wir so, hätten die sich auch die Mühe sparen können. Wenn Nicht man bis darüber zum mal Ende nachdenkt, wenn nachgedacht. man sowas konzipiert, dann denkt man an sowas. Also, wie sorge ich dafür, dass das Ganze auch gezockt wird und einen Ist Mehrwert für so. die Spieler darstellt? Und das war jetzt einfach nicht gegeben. Okay, Benji, du lädst uns einfach nochmal ein, oder? Wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Tun wir so, als wäre nichts passiert. Lalalala. Sehr schön. Schön, schön. Ja, wie gesagt, wir werden dann die Folgen übrigens mit dem neuen Update, was wir da so gemacht haben, nochmal hochladen.
Und genau, Banshee hat, wir hatten angekündigt, dass wir das aus der Sicht von mir und von Banshee machen, aber die Aufnahme von Banshee hat es leider zerhauen. Banshee, was ist da eigentlich los gewesen? Hast du es rausgefunden? Ja, also irgendwie ich drauf, das Bild ist drauf, ein tolles Bild, sehr schön, aber ihr seid irgendwie gar nicht mehr zu hören und ich habe keine Ahnung warum. Das ist natürlich schade. Ich nehme das Ganze mit Shadowplay auf, also schon mal, und normalerweise nimmt Shadowplay halt den spielinternen Sound auf, wozu der TS dann halt auch irgendwie immer gehört hat. Also der Windows-Sound sozusagen, ne? Ja, ja, richtig, richtig. Und mit Audacity nehme ich halt mein Mikrofon auf und gestern hat er sich gedacht, nö, also den Windows-Sound nehme ich nicht auf, sondern wirklich nur noch den spielinternen Sound von GTA. Ja. Joa. Na gut. Ich glaube aber, dass sich das mit dem Update, glaube ich, richtig gut lohnt, wenn man immer 10.000 Erfolgsbonus bekommt plus 10.000 dieses regelmäßige Gehalt auf der maximalen Stufe. Dann lohnt sich das, glaube ich. Das Problem ist, sobald einmal was schief geht, war es das halt, ne? Ja, richtig. Es dauert halt wirklich ein bisschen, bis ihr dieses volle sobald Gehalt bezieht, ne? Sobald der CEO stirbt, bist du halt wieder auf diesem Standard-Ding, ne? Naja. Ja. Okay, lädst du ein, Banshee? Ja, ja, ich lade gerade. Ach so. Ja, bei mir leckt's gerade aber auch heftig. Also. Merkt man kaum. Ja, oh, jetzt gerade geht der Datendurchsatz auch mörderisch nach oben auf einmal. Naja. Ja, dann würde ich sagen, stoppst du mal dein Upload, oder? Na, es ist irgendwie ist gerade komisch mit YouTube. Das ist total störend. Ja, genau, das ist es. So, warte mal, dann muss das jetzt tatsächlich einfach mal hier beendet werden. Verlassen. So. Wahrscheinlich klappen die YouTube-Server jetzt wieder. Das Witzige ist, ich habe jetzt gerade den Upload ausgemacht, es ist aber immer noch die gleiche Netzwerkauslastung. Interessant. Ist geil, aber man hört dich wenigstens vernünftig. Ja gut, dann ist ja schön. Ja. Okay, ich fahre hier gerade sinnlos rum. Oh, Banshee hat eingeladen sich gerade. Jo, dann, jo. Nehme ich doch direkt mal Anzeigen ein. Sind raus. Und der Banshee! Juhu! Muss da wieder Kronos einladen, ne? Oh, ja, klar, mach ich. What up, guys? Schreibt der eine. So, Spieler einladen. Dann. Na, komm schon. Das Gute ist, wenn man, wusstest du, wenn du dein eigenes Büro hast, kannst du bei der Sekretärin hingehen und kannst dir die ganzen Snacks kostenlos kaufen bei der. Ach, geil. Jo, das ist geil. Das ist echt cool. Das sollte ich auch mal machen, irgendwie Snacks. Ja, dafür hat mich. Oder dafür auch so ein paar ersatzkugelsichere Westen. Das vergesse ich auch regelmäßig, dass man sich ja Dinge auf Ersatz mitnehmen kann, so ein bisschen. Ja, das kenne ich, das Problem. Naja. Kronos, ich habe dich eingeladen. Oh, ich hab's gesehen, ich komme. Aber das war gerade komisch, dass das Interface auf einmal auch weg war, ne? Ganz schön komisch. Jo. Das hattet ihr alle anscheinend. Bei mir war es gerade so, dass halt ich immer die ganze Zeit auf einen Typen geschossen hat und ich konnte so viele Magazine reinpumpen. Ja, ich hab's gesehen, er stand einfach immer wieder auf. Mein Auto stand ja auch noch drauf. Das war auch noch das Geile. Bei mir stand der Typ halt daneben, das ist total seltsam gewesen. Ganz, ganz komische Sache auf jeden Fall. Ja, wir fangen einfach mit so von vorne an. Wie gesagt, GTA Online, echt geiles Konzept an sich, aber irgendwie insgesamt. Was mich aber auch aufregt, ist, kotzen ja super viele Leute ab darüber, dass es immer so, dass alles so teuer ist und bla und hier, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung dazu ist, ich fände das halt richtig schade, wenn man super schnell alles hätte, irgendwie. Man muss sich halt wirklich drauf konzentrieren, hey, ich spare jetzt auf das und keine Ahnung, die anderen 10 Autos kann ich mir dann halt nicht kaufen. Also, ne? Ich weiß nicht, dass. Wobei ich halt schon so eine Villa, gut 10 Millionen oder so, das ist halt schon ein Preis, der ist halt real irgendwo. Aber verdien mal auf legalem Wege diese 10 Millionen, ohne dir halt auch Ingame-Geld zu kaufen, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon hart, also da musst du halt die Pacific Heist, weiß ich nicht, auch 20 Mal spielen oder so. Locker. Ja, das ist ein bisschen zu viel, da gebe ich dir recht. Auch das, aber das mit den Yachten zum Beispiel ist auch krass, aber. Ja, ja. Gut, das ist halt trotzdem irgendwie, das ist dann halt auch wirklich exklusiv, so ein bisschen, ne? Ja, natürlich, natürlich. Und ja, keine Ahnung, es gibt halt irgendwie auch so ein Anspruchsdenken von vielen Spielern. Kronos, mach dich mal ready hier. Jo, jo, jo. Was macht der eigentlich denn mal? Maximal abgelenkt. Weil der ist brain AFK durchgehend. Nein, 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 ich suche mir ein Auto aus. Ich hab doch drei Garagen voll mit Autos. Oh mein Gott. Ja, ich bin halt so autosüchtig. Hol dir ein Auto und ab geht's. Ne, also viele haben so das Anspruchsdenken, so ich zock 20 Stunden und dann muss ich alles haben. Ja, das ist halt auch wiederum dann Quatsch, da gibt's, ne? Da gibt's halt echt einige Kandidaten so, die so drauf sind. Weil es gibt ja so andere Spieler, kriegst du halt wirklich alles in den Arsch geschoben die ganze Zeit. Ja, das ist Mist. Aber dann bist du halt auch super schnell schon durch irgendwie und hast den Endgame-Content schon komplett fertig erspielt und... Ja. Aber das ist ja heutzutage sowieso gang und gäbe in den Games. Ja.
GTA ist nun mal auch so eine kleine Kapitalismus-Simulation, das ist einfach so. Jo, das ist richtig. Es gibt eine unglaubliche Auswahl an teuren Luxusprodukten und, ne? Es gibt halt nur ganz wenige, die sich das wirklich komplett leisten können. Von daher eigentlich so ein bisschen als satirisches Konzept des Games passt das eigentlich ganz gut, finde ich sogar. Boah, du driftest da erstmal so her. Geil. Herrlich, ne? Yeah, alright. Voilà. Oh, das hat gepasst, Alter. Hallo, so. Auto. Sehr schön. Aber ich finde, seit dem Update läuft es bei mir echt flüssiger. Also, das ist echt krass. Super geile Performance. Das haben sie gut hingekriegt. So. Aber du hast ja eh so einen Mörderrechner. Was? Ja, finde ich schon. Der ist auch immer gut. Hörst du mich denn wenigstens? Nicht so wie gestern? Okay, sollen wir es wieder auf die Laute machen? Oh, warte erstmal, bis alle da sind. Oh, oder? Ich raste schon mal ein bisschen aus hier. Genau, wartet mal, bis wir da sind. Einfach schon mal angefangen. Ja, ja, jemand wurde angefahren, auf einmal wurde das Feuer auf mich eröffnet. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das war ganz schön knapp, Kevin. Das war mit Auge. Drive-by ohne Aim hier. Ah, ich schieße die ganze Zeit vor die Wand. Ich denke schon, warum kommen meine Kugeln da nicht an? So. Huch. Was war das? Auf einmal poppt vor mir so ein Typ. Hä? Oh. Was ist hier war los? War hart an der Grenze zum Tod gerade. Du oder was? Jo. Einer müsste da noch sein, aber ich glaube, wir haben's. Jetzt haben wir's. Das jetzt können wir uns hier die geilen Karren nehmen. Da ist doch irgendwo einer. Echt? Nein, halt, das ist nicht der richtige. Nee, halt, wir müssen ja so ein Motorrad hier klauen. Also Tatsache, da ist tatsächlich noch irgendwo einer. Da sind noch mehr. Pass auf, da kommen ganz viele Banshee. Kommen alle von hinten. Einfach wegfahren jetzt, auf geht's. Jeder eine Karre? Kronos nicht vor! Oh! Nein! Kronos! Verdammt! Oh. Was machst du denn? Gestorben. Damit du rennst, auch, du rennst aber auch rein wie ein Berserker so. Da waren bei mir auf einmal keine. Wurden mir angezeigt und dann waren bei auf mir, einmal ganz viele da und dann war ich auch schon tot und dann. Was soll ich machen? Da 5 Punkte angezeigt. Ja, da war ich dann schon da. Da war es zu spät. Oh Mann. Okay, und jetzt Konzentration, you try. Pass auf, das ist ja noch eine einfache, das ist ja noch ein einfacher Teil, nachher aus der Bank abzuhauen, das ist halt wirklich brutal. Du hast ja von hinten das, und das von das kennen wir ja schon alle. Ja, ich geht. Nicht, ich spiele die Pacific Heist zum ersten Mal. Also. Echt? Ja. Krass, und du bist so ein Mega-Pro eigentlich, was GTA angeht. Du hast ja, glaube ich, die meiste Spielzeit von uns allen. Gut möglich, aber irgendwie haben wir damals immer nur die davor, die Heist gespielt und dann nie mehr. Okay, hoch, Grafikfehler, auch nicht schlecht. Als die rauskamen, so wisst ihr. Mhm. Lass uns erstmal jetzt positionieren. Ja. Ja, das Ding ist, die spawnen ja später ein da hinten bei dem Teil. Ne? Ist doch egal. Und deswegen, warte erstmal ab, dann spawnen die ein, wenn wir die weg haben alle. Und dann geht's ab. Seid ihr ready? Ich immer. Ja, Kevin muss sich noch positionieren. Der geht ganz hinten hin, oder? Ja, ich geh vorn von hinten auf. Ready? Ich komm. Okay, los! Boah, direkt den ersten Schuss richtig verkackt. Was soll mit meiner schweren MG einfach rein? Vernünftig. Oh fuck, ey, was ist mit meinem Aiming grad los? Nicht vorhanden. War sie vorhanden? Aber sicher doch. Ich
glaube, das waren alle, oder? Nee. Nee, hier hinten sind noch welche. Ja, schön. Ja, ne? Läuft. So, weg mit dem. Boah, die haben so viel Leben, Mann. Herrlich. Okay, jetzt vorsichtig. Jeder ein Motorrad schnappen. Oh nee. Und wie kann man denn nochmal? Umschalt und Steuerung. Oh! Nutze L, um das System zu bremsen. Oh, ich hab fast kein Leben mehr. Ich hab auch gleich kein Leben mehr, Alter. Boah, die sind so heftig, ne? Die Pisser. LOL! Komplett brutal gerade. Panzerung hier. Während der Fahrt. LOL! Boah, Bench, das war knapp. LOL! Könnte man den Elektroantrieb nochmal aktivieren? Wenn auf dem Pad den linken Stick drückst. Das okay, und jetzt mit Tastatur? Keine Ahnung, hab ich gar nicht benutzt. Oh fuck. Wo muss ich denn hier rein? Oh fuck. Oh fuck. Unten, Leute. Okay, ich hab das Motorrad da. Müsst, ja, genau da rein. Hier rein, genau, ja. Folgt mal eurem Kollegen hier oben. Ich bin komplett verfahren hier. Alles mögliche so, überlebt. Ihr einmal rum hier, oder was? Voll versteckt. Aber kann man sich nachher nicht die gepanzerte Limo suchen, nachdem man auf dem Motorrädern sitzt und damit der Limo abhauen? Weil meistens sind wir hier verreckt, wenn wir mit den Motorrädern wegmachen. Mit dem Kuruma, ja. Ich kann nachher einen Kuruma hier reinsetzen. Ja, das wäre nämlich ganz gut. Weil ich hab das Haus hier. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay, jetzt hat es ja zum Glück geklappt, Männers. War doch easy. Nach zwei Epic Fails. Herrlich. Uni! Jawoll, MVP! Oh, 26.000? Weißt du, ich habe vergessen, wie viel Geld man dafür bekommt. Dafür kriegst du halt schon 26.000. Banshee muss halt in Vorkasse treten die ganze Zeit. Der kriegt nix. Ja, aber das ist schon viel effizienter, selbst obwohl wir jetzt verkackt haben, haben wir trotzdem mehr bekommen als über die Mitarbeitermission. Mm. Ja. Das ist halt das, was wir so schade finden. Genau. Wenn wir halt beim CEO mit dem CEO die ganze Zeit fahren würden, nur in der Gegend rumfahren, dann würde sich das lohnen, aber ansonsten nicht, weil dann verballerst du auch keine Munition. Naja. Ja, vom RP her lohnt sich das. Ja. Wenn wir die ganze Zeit so rumcruisen, ihr kriegt richtig viel Geld, immer richtig viel RP dann. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber mit RP kann man sich halt auch nicht viel kaufen hier. Mhm. Ja gut, machen wir gleich dann direkt die nächste. Das ist ja, glaube ich, dann schon das Finale, oder? Richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der neuen Folge, oder? Auf jeden Fall. Alles klar, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Jesus und Team. Ciao.